Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video mit dem spannenden Thema Die neue Erde. Ja, einige haben ja bei meinem Video über den Aufstieg in die fünfte Dimension geschrieben. Bitte mehr davon für diejenigen, die das Video nicht kennen. Ich verlinke es hier oder in der Videobeschreibung unten auch nochmal. Und es ist jetzt erstmal gar nicht so leicht, da wirklich allzu viel über die neue Erde zu erzählen, weil im Endeffekt weiß ja so richtig keiner, wie es dann auf dieser neuen Erde aussehen wird. Ich selber war neugierig und habe auch einen Reisebericht dazu geschrieben. Also ich habe eine mediale Reise auf die neue Erde bzw. sogar auf die neuen Erden gemacht und habe das Ganze in einem Reisebericht runtergeschrieben. Diejenigen, die meine Newsletter bekommen, haben wahrscheinlich auch schon die E-Mail dazu bekommen. Und falls du nur über YouTube zu mir gekommen bist und dich für diesen Reisebericht interessierst, ich verlinke ihn in der Videobeschreibung ebenfalls. Es werden mehrere Teile kommen zu diesem Reisebericht, weil es wirklich eine lange Reise war und ich weiß noch nicht, ob ich das je irgendwie in ein Video überhaupt gepackt bekomme. Schriftlich wird es das eben auf jeden Fall geben und für all diejenigen, die sich auch für das mediale Reisen interessieren, habe ich auch dieses Mal einen kleinen Crashkurs erstellt. Den Link zu dem Crashkurs findet ihr auch unter meinem Reisebericht. Gut. Aber jetzt möchte ich ein bisschen über die neue Erde reden und zwar aus derselben Perspektive, wie ich auch über den Aufstieg geredet habe. Nämlich, gibt es da irgendwelche Hinweise dahingehend, wie diese neue Erde aussehen wird? Und tatsächlich gibt es in Bezug darauf leider Gottes fast keine Hinweise. Wenn man jetzt die Hopi-Prophezeiungen nimmt, ich habe bei diesem besagten Video über die Legenden gesprochen, dann steht da eigentlich nur, dass die Erde immer wieder, die Welt immer wieder zerstört wird durch ein Element und dann entsteht wieder eine neue Welt und die dauert dann einige Tausende von Jahren an und wird dann wieder zerstört durch ein Element. Das letzte Element war das Element des Wassers und ich glaube, jetzt soll die Erde, wenn ich mich jetzt nicht irre, durch das Element Feuer zerstört werden. Aber in den Hopi-Prophezeiungen wird nicht wirklich erzählt, ob die Erde sich dann in eine andere Dimension bewegt jedes Mal oder ob das dann einfach alles auf der physischen Ebene stattfindet. Hinweise auf diese Zerstörung durch Wasser haben wir zwar in den Legenden über den Untergang von Atlantis oder in der Sintflut in der Bibel zum Beispiel, aber gibt ja genügend Stimmen, die auch behaupten, dass dieses Mal etwas ganz Besonderes passieren wird. Etwas, das die Erde in eine neue Ebene katapultiert. Und da haben wir zum Beispiel eben auch in der Bibel den Hinweis mit dem Satz, es wird dann einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das heißt, die Erde, wie wir sie jetzt kennen, ist dann einfach nicht mehr da. Also die ganzen Städte, die ganze Umweltverschmutzung, das ganze Chaos, es ist einfach verschwunden. Wir sind plötzlich auf einer neuen Erde mit einem neuen, sauberen, klaren Himmel. Das Wort Himmel könnte natürlich eben auch für eine andere Dimension stehen. Also auch wenn wir eben bei den Hopi-Prophezeiungen nicht allzu viel finden, in der Bibel findet man dann schon einen Hinweis, dass diese neue Erde nicht wirklich physisch sein wird. Bei den Maya-Prophezeiungen ist es auch ein wenig unklar, weil die Maya eigentlich nur vom Ende der Zeit sprechen. Und viele haben das falsch gedeutet und als Weltuntergang gesehen. Manche haben dann auch gesagt, ja, da endet einfach dieser große Kalender, das ist Ende der Zeit und dann beginnt das von vorne, dann hätten aber die Maya es wahrscheinlich nur Ende des großen Zyklus genannt und nicht Ende der Zeit. Und was auf jeden Fall ziemlich klar und deutlich zu sein scheint, also wo sich sowohl sehr viele spirituelle Menschen als auch Wissenschaftler und so weiter heute einig sind, ist, dass die Zeit in anderen Ebenen, in anderen Dimensionen anders verläuft. Und wenn die Maya vom Ende der Zeit sprechen, dass das eben bedeuten könnte, dass wir dann in eine andere Dimension wechseln, wo die
Zeit einfach anders verläuft. Und vielleicht ist es einigen von euch auch schon aufgefallen, dass auch wirklich irgendwie so gefühlt mit der Zeit etwas nicht stimmt. Nicht nur gefühlt, es ist wirklich so, als würde die Zeit schneller vergehen. Es gibt so Dinge, wo ich früher wirklich geschafft habe, sie an einem Tag zu erledigen, und ich schaffe das heute einfach nicht mehr. Und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich jetzt älter geworden bin. Ich meine, ich habe noch kein Alter, wo ich die Dinge langsamer erledige. Es ist einfach, die Zeit reicht irgendwie nicht mehr so richtig aus. Aber mit dem Ende der Zeit ist auch gemeint, dass es kürzer dauert, bis sich Dinge manifestieren. Und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, dass du, wenn du dich mit dem Gesetz der Resonanz beschäftigst, dass du die Dinge jetzt viel schneller manifestieren kannst als früher noch. Also wer darin geübt ist, im Gesetz der Resonanz, der wird das auch bemerken, die Dinge gehen viel schneller, aber eben auch so Missgeschicke werden uns ziemlich schnell gleich aufgezeigt, wo wir sozusagen einen Manifestationsirrtum begangen haben. Ja, wie diese neue Erde nun aussieht, es ist fraglich, aber tatsächlich scheint es so, wenn man sich die Hinweise ansieht, dass es wirklich in eine andere Ebene, eine andere Dimension gehen soll. Denn auch in den indischen Wesen wird davon gesprochen, dass wir, wenn wir dieses Kali-Yuga verlassen, wir den Einflussbereich des Universums verlassen, wo aus beiden Universen, den dunklen und dem lichtvollen Universum, Seelen inkarnieren können. Da ist die Frequenz, da wo sich die Erde im Kali-Yuga befunden hat, da ist eine Frequenz, wo aus beiden Universen Seelen inkarnieren können, was riesengroßes Chaos ergibt. Und im Satya-Yuga, im goldenen Zeitalter, ist es für die dunklen Seelen nicht möglich, auf der Erde zu inkarnieren, was ein Hinweis darauf ist, dass wir in einer höheren Frequenz, in einer höheren Schwingung uns befinden. Und deswegen aus dieser anderen Ebene die Seelen einfach nicht mehr andocken können. Also auch da scheint es wirklich so zu sein, dass wir die Dimension verlassen, in der wir uns sozusagen jetzt noch befinden. Aber auch wissenschaftlich, also viele Quantenphysiker und auch Biophysiker und so weiter geben uns immer mehr Hinweise dahingehend, dass es vermutlich mehr als nur eine Erde gibt. Und da beziehen sich viele gar nicht so sehr darauf, dass jetzt ein großer Aufstieg und so weiter kommen soll, sondern die beziehen sich darauf, dass es tatsächlich immer schon mehrere Erden gab. Und da gibt es tatsächlich auch einige Hinweise von Astralreisenden oder metaphysisch reisenden oder medial reisenden Medien, die parallele Erden auch schon besucht haben. Mir fällt jetzt einmal auf die Schnelle Michael Rhodes zum Beispiel ein, der auch schon auf alternativen Erden unterwegs war. Und auch bei meiner medialen Reise wurde mir eigentlich gesagt, dass das so in verschiedenen Raumzeiten gerade stattfindet. Und dass wir an und für sich jederzeit, auch unabhängig von einem kollektiven globalen Aufstieg, auf eine andere Erde wechseln könnten, wenn wir nur wüssten, wie wir unsere Schwingung derart anpassen. Das scheint tatsächlich möglich zu sein. Und ich habe auch von der geistigen Welt gesagt bekommen, dass das schon immer wieder mal passiert ist, aber dass wir uns jetzt an einem Punkt befinden, wo es dann auch kollektiv möglich wird, dass sich die Welten trennen. Und so wie auch Dieter Bröers in einem seiner Interviews von einer neuen Erde, von einer Erde 2.0 gesprochen hat und von einer anderen Erde, wo die Menschen einfach in dem Zustand, wo sie jetzt sind, bleiben. So ähnlich habe ich es auf meiner Reise auch gesehen. Den einzigen Unterschied, den ich wahrgenommen habe, war der, dass wir uns auf der neuen Erde sehr wohl an unsere Vergangenheit erinnern können. Ist das, was aber zum Beispiel Dieter Bröhr meinte, wenn wir dann auf die neue Erde gehen, vergessen wir das, was wir auf der alten Erde erlebt haben. Das sehe ich in einer höheren Frequenz ehrlich gesagt nicht, denn umso höher die Frequenz, umso mehr haben wir von unserer Erinnerung an unsere Gesamtheit als Wesen, während die Seelen, die auf der niedrigeren Schwingung bleiben, eben in diesem Vergessen auch drinnen bleiben.
Gerade das Vergessen ist ja auch ein Teil der niedrigen Schwingung. Und umso höher es hinaufgeht, umso mehr erhalten wir unsere Erinnerungen zurück. Und ich merke das auch in meinen spirituellen Rückführungen, dass die Menschen ja in der geistigen Welt sich auch wirklich an all ihre vergangenen Leben erinnern können. Während wenn ich sie innerhalb einer normalen Rückführung in einem früheren Leben darauf anspreche, dann wissen sie gerade nur von diesem einen Leben. In der geistigen Welt können sehr, sehr viele auf die unterschiedlichsten Leben und Erinnerungen zugreifen. Ja, wie die neue Erde aussieht, wir werden es erfahren, da bin ich ganz sicher. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann. Und falls ihr meine Eindrücke von der neuen Erde gerne erfahren möchtet, dann bitte lest meinen Reisebericht, sobald ich alle Teile runtergeschrieben habe. Vielleicht habe ich dann sogar noch eine Idee, wie ich sie auf YouTube zusammenfasse. Versprechen kann ich da jetzt nichts, also noch ist es mir nicht ganz klar, wie ich das machen könnte. Aber ich sage jetzt erst einmal Tschüss und wir sehen uns nächste Woche bei einem Energieupdate wieder.